Wir sind jetzt die vierte Generation der Büchner Instrumentenbauer. Ich bin jetzt in der Firmenleitung in der vierten Generation, habe meinen Meister 1992 gemacht. Unsere Produktion besteht aus den Fagotten mit der Untergruppe Kontrafagott und wir fertigen auch noch Oboen. Auch da wieder die Untergruppen Oboe d'Amore und Englischhorn. Wir fertigen nur von Hand. Wir sind nicht im Schülersektor tätig. Unsere Hauptklientel sind die Profimusiker in den Orchestern und die Studenten. Und muss man auch dazu sagen, Laien, die sich's leisten können, weil ein Fagott kostet so, fängt bei uns so um die 25.000 Euro an. Und je nach Sonderwünschen ist auch nach oben nicht unbedingt eine Grenze gesetzt. In Nauheim sind wir jetzt, aber das war ja nicht immer so. Wir kommen aus Graslitz, ich sage jetzt wir, obwohl ich da noch nicht geboren war. Graslitz, das ist ja von alters her eine Bergstadt, da gab es viel Bergbau. Und auch die Pfeifenmacher waren da zu Hause. Also auch in unserer Familie von Vinzenz Büchner gab es mehrere Generationen von Pfeifenmachern. Vinzenz Büchner, der ist 1870 geboren, war ein Waise, seine Eltern leider gestorben aufgrund der TBC. Und dann waren er und seine Geschwister wurden dann verteilt in verschiedenen Familien in Graslitz. Und er war dann bei einer anderen Instrumentenbaufamilie, Gessner hießen die. Und schließlich machte er bei Kohlert, auch in einer sehr bekannten Firma, dann seine Ausbildung. Und 10 Jahre später circa hat er dann sein eigenes Gewerbe angemeldet. Dann ging es doch recht schnell, da hat die Firma immer mehr Anerkennung gefunden, haben Medaillen gewonnen bei lokalen Gewerbeausstellungen. Und diese Medaillen, die sind zwar nicht mehr vorhanden, aber sie sind noch verewigt auf einem Stempel. Da sind die Medaillen auf beiden Seiten und in der Mitte ist die Kaiserin Elisabeth, das war ja ihre österreichische Kaiserin in der KUK-Monarchie, mit Krone, sind auf jedem Instrument angebracht worden bis Anfang der 30er Jahre. Ja, was bedeutet Graslitz für mich? Und ich bin zu der Einsicht gekommen, dass es eine Matrix ist für all das, was passiert ist, der Familie, den politischen Verhältnissen im ganzen letzten Jahrhundert. Und dass wir auf Grundlage dieser Matrix für Musiker das Beste zu geben, die besten Instrumente, die nur möglich sind, zu bauen, das ist das, was uns immer noch antreibt. Und unsere Generationen zuvor, die haben uns das vorgelebt. Die unglaublichen Geschichten zum Teil, die schönen, einschneidenden Geschichten in der Natur und das Sportliche und Skifahren und in den Wald gehen und dann auch seine Seele befreien in Zeiten, wo sie Schwieriges durchgemacht haben als österreichische deutschsprachige Minderheit im Sudetenland, die dann nicht Berufe ergreifen konnten und die nicht das durften, was die Tschechen durften. Und da gab es sehr schwierige Jahre in den Zeiten zwischen den Weltkriegen. Für mich beeindruckend ist auch, dass Vinzenz Büchner eben nicht nur Holzblasinstrumentenmacher, Meister war, sondern auch Musikant. Der wurde in die Orchester nach Karlsbad zum Beispiel gerufen, wo er einspringen musste, wenn Musiker krank waren. Und oft nicht nur auf einem Instrument, der konnte verschiedene dann auch im Orchester spielen. Und dann auch in Nauheim, da gehörte mein Vater Walter Büchner zum Gründer vom Nauheimer Musikverein, wo eben auch alle Instrumentenmacher, die nach dem Krieg nach Nauheim ausgesiedelt sind, miteinander musiziert haben. Im Zweiten Weltkrieg dann, also mittlerweile war unsere Firma auf ca. 50 Mitarbeiter angewachsen. Wir haben alles gebaut von Klarinetten, auch unterschiedlicher Stimmungen, kurioser Stimmungen, Oboen, Kontrafagotte, Fagotte, bis Tarogato sogar.
Es wurde international exportiert. Die Musiker sind immer schon gekommen. Es ist so dann gewesen, dass unter dem Zweiten Weltkrieg wir Instrumente bauen durften oder konnten weiterhin und auch exportiert haben, aber auch parallel auf Rüstung eingeschworen wurden. Also es wurden feinmechanische Teile, musste meine Familie bauen. Und dadurch, dass wir eben auch in der Rüstung gearbeitet haben, wurden nicht alle Mitarbeiter und auch nicht die Geschäftsführer zum Militär eingezogen. Ne? Während des Krieges noch hat mein Vater ja die Ausbildung begonnen als Instrumentenbauer im Betrieb, im eigenen, im elterlichen Betrieb. Aber das war ja schon alles ein bisschen dramatisch, denn die Schulen meines Vaters wurden ja dann immer geschlossen, weil die Lehrer einberufen worden sind und dann gab es keinen Schulbetrieb mehr. Also schon 14-jährig musste er dann die Ausbildung beginnen ohne Schule und 1948 wurde das dann mühsamst abgeschlossen, weil es gab niemand, der irgendwie einen Gesellenbrief ausgeschrieben hätte in den Behörden. Ja. Walter Püchner erzählt immer auch, wie alles von ihm erwartet worden ist seitens seines Vaters, von dem er recht wenig lernen konnte, weil der hat immer erwartet, dass Walter Püchner schon alles können müsse. Und irgendwie hat das auch geklappt, weil Walter hat von klein auf immer geschaut, wie macht jemand etwas. Und er wusste genau, der kann es gut und der andere kann es überhaupt nicht gut. Und dann kam er sehr früh in die Situation, dass er viel älteren Mitarbeitern klar machen musste, erklären musste, wie es eigentlich geht. Ja, und das hat ihn natürlich, es war keine leichte Position. Und er hat mir erzählt, wie er sich oft bei seiner Mutter dann ausgeweint hat. Ich denke, die Kraft, die er da entwickeln durfte, schon früh, er hat auch Unterricht gehabt auf der Klarinette, auf dem Klavier, auf der Geige. Die Wiener Sängerknaben wollten ihn holen nach Wien, was natürlich Josef Püchner unterbunden hat, weil er wurde ja in Graslitz gebraucht. Das hat ihn mit viel Kraft ausgestattet, um die Situation dann Graslitz zu verlassen, auch mit ihm als maßgeblicher Person. Und er war ja zum Kriegsende 15. 1946 kam es zu der Vertreibung der Sudetendeutschen. Das heißt dann, seine Freunde mussten Graslitz nach und nach verlassen. Graslitz wurde immer leerer, er hat sich dann immer einsamer gefühlt. Unsere Stadt, die ist praktisch uns entfremdet worden. Wir haben sich dann in unserer eigenen Stadt, wo wir geboren waren, nicht mehr wohlgefühlt. Es sollte in jedem Geschäft Tschechisch gesprochen werden, wenn sie eingekauft haben, nur Tschechisch. Und das war uns ja fremd. Wir waren ja, das Grenzgebiet war alles nur Deutsch. Wir hatten nur 3 Kilometer nach Klingendal, das war Deutschland. Und deswegen ist das alles uns entfremdet worden. Schulfreunde und Freundinnen, alle sind nicht mehr da gewesen. Und ich bin durch die Stadt gegangen, da war niemand anzutreffen. Früher waren 16.000 Einwohner und da hätten sich dann, haben immer gesagt, nackig über die Straße gehen, das hätte niemand gesehen. So war das tot alles. Und da haben wir uns eben so Sehnsüchte, haben sich da herausgebildet. Und er war da derjenige, der mit der Mutter zusammen gesagt hat, wir müssen raus. Lieber in der Scheune übernachten, als hier in Graslitz unter dem tschechischen Regime bleiben. Dann hat meine Großmutter Paula Püchner jeden Tag den Aussiedlungsleiter besucht, weil unsere Familie, die durfte eben nicht Graslitz verlassen und das Sudetenland. Nicht wie die anderen Freunde, die alle rausgeworfen worden sind, sondern sie durften nicht, weil sie eben unabkömmlich waren aufgrund des Know-hows von Josef Püchner. 1945 wurde dann die Firma ja nationalisiert und da gab es einen Verwalter, einen tschechischen Verwalter, den Správce hieß es immer,
Vater, der war unabkömmlich praktisch. Und der hat, müssen die ganzen Instrumente, die tschechischen Musiker, waren gute Musiker, hatten aber keine Ahnung von Ausstimmen von Instrumenten. Da haben die Sachen gemacht, da ist das ganze Instrument intonationsmäßig nicht mehr zu verwenden gewesen. Da haben sie meinen Vater eben geholt und er musste mit Androhung, musste er da die Instrumente dann verkaufsfähig waren. Aber die Leute, die zuvor dran gearbeitet haben, die waren gute Leute in ihrer Branche, Musiker, aber keine Fachleute. 1947, nach 2 Jahren, kam dann eine Kommission von Graslitz, die die Firma liquidiert hat. Da wurden dann alle Graslitzer Firmen in diesen Amati Trust, die staatliche Firma, vereinheitlicht. Da kam eine Kommission von Prag. Der Vinzenz hat seine Mütze abgenommen und hat denen gesagt, der Herr hat es gegeben und die Herren können es nehmen. Und da war Stille. Und da habe ich natürlich keine Freude mehr gehabt. Und da war ich ein bisschen aggressiv dann. Wenn ich nicht ausgesiedelt werde, habe ich jeden Tag zu meiner Mutter gesagt, gehe ich illegal und wenn sie mich erschießen, da möchte ich nicht leben. Also am 12. April 1948 durfte dann die Aussiedlung stattfinden. Und wie mein Vater da ganz klar sagt, es war ein Tag der Freude für ihn, ja, nicht für alle. Weil man muss auch bedenken, da ist die tschechische Großmutter mütterlicherseits von Paula Püchner, die Mutter, die musste zurückbleiben, die durfte nicht mit aussiedeln. Das war eine große Trauer, wo meine Tante auch noch vor wenigen Jahren drüber weinen konnte. Dann wurde mein Großvater am Bahnhof, wo also die Verladung der Menschen war, zurückgehalten und er wurde angeklagt der Industrieverschleppung und er musste im Land bleiben. Und die Familie musste sich entscheiden, siedeln wir aus oder bleiben wir? Paula Püchner, die Frau von Josef Püchner und mein Vater haben gesagt, wir gehen, wir bleiben nicht. Und es war dann auch so, dass nach wenigen Monaten, 3, 4 Monaten durfte Josef Püchner nachfolgen. Wir hatten da eine ziemlich scharfe Kontrolle. Man hat uns angezeigt gehabt wegen wegen Industrieverschleppung. Und da hat man alles kontrolliert, ob wir nicht Instrumente oder so. Wir hatten Instrumente mit, aber die haben sie trotzdem nicht gefunden. Aber Oboe, Garneten, schon. Und das hatten wir gut versteckt. Instrumente durften ja keine mitgenommen werden, sowieso keine Maschinen, aber auch keine Maße. Also das stand ja unter Strafe. Als der Krieg anfing, wussten wir, wenn ein Bombentreffer wäre, müsste man eigentlich alles verloren haben. Aber wenn man dann die Maße hat, und da haben wir dann einen Mann, der hat vielleicht jahrelang hat er nur Instrumente gemessen und hat diese Maße in das Buch eingetragen. Vom Piccolo bis zum Kontrafagott waren alle Maße da festgehalten. Da konnten wir dann wieder hier auch darauf anfangen. Die sind also zuerst mal in ein Flüchtlingslager gekommen, in Bensheim-Auerbach, wo sie mehrere Wochen waren. Und dann gab es eben diese Frau, die dem Bürgermeister hier in Nauheim gesagt hat, nehmen die Flüchtlinge, die bauen ihre Firmen wieder auf. Und so kam es dann. Deswegen kamen viele Firmen nach Nauheim. Wir hatten ja im Kopf, nach Dänemark auszusiedeln. Und da war der Magnus Sörensen, der hat seinen Geschäftsführer geschickt. Und dann haben wir uns unterhalten. Dann habe ich gefragt, kann man sich in Dänemark selbstständig machen? Ja, wenn Sie 4 Jahre in Dänemark waren, die dänische Staatsbürgerschaft und ein
gutes Leumundsorgen ist, dann kennen Sie das. Und dann hat sich das so herausgebildet, dass ich nicht zufrieden gewesen wäre, wenn wir in Dänemark waren. Weil wir wollen wieder selbst auf eigenen Beinen stehen. Das Haus in der Beethovenstraße, das haben wir 1954, 55 gebaut. Auch Josef Büchner war total dagegen. Das war mein Vater, der gesagt hat, wir bauen hier jetzt, weil es war kein Geld da. Ja. Also auch die Volksbank wollte keinen Kredit geben. Und da hat mein Vater, der hat da, das war ja eine Streuobstwiese hier, der hat da in Eigenarbeit die Obstbäume ausgegraben. Und da war er um 6:30 früh zugange und da kam der Direktor der Volksbank vorbei promeniert. Und er hat dann gesehen, wie mein Vater arbeitet. Und dann hat er uns den Bescheid gegeben, wer so arbeitet, der kriegt auch einen Kredit. So konnte dann das Haus gebaut werden. Ja, in vielen Bauabschnitten, bis 4 Bauabschnitte, jetzt sind wir beim 5. Dann ging es los mit dem Aufbau. Aber das war in ganz miserablen, einfachsten Garagenplätzen, die mal ermöglicht haben für die Reparatur von Instrumenten, die man dann in Orchestern der Umgebung so langsam bekommen hat. Da ging es um Reparaturen, es ging um den Umbau von Oboen von deutschem System auf französisches System. So, da hat man sich eine Reputation geschaffen, weil die verlässliche, gute Arbeit sich rumgesprochen hat. Es war immer dieses Mund-zu-Mund-Propaganda und mein Vater, der mit seiner NSU, mit dem Motorrad, die Orchester abgeklappert hat. Was oft übersehen wird bei dem Aufbau unserer Firma hier in Nauheim, ist die Rolle meiner Tante Gerda Büchner, also Schwester Walter Büchners. Es war nur mit ihrer Hilfe möglich, die Firma überhaupt aufzubauen, weil die durch ihre Tätigkeit gleich nach der Niederlassung hier in Nauheim, 2 Monate später war sie in Arbeit in Groß-Gerau bei dem Arbeitsamt, dann bei der Marmeladenfabrik Helvetia und wieder beim Arbeitsamt, wo sie dann den Unterhalt der Familie bestreiten konnte. Das hat sie 7 Jahre gemacht, bevor sie ganz zeitlich in die Firma wieder eingestiegen ist. Ohne das wäre es nicht gegangen. Und dann mit dem Aufbau der Orchester, die ja zum Teil provisorisch untergebracht waren nach dem Krieg und die dann wieder zurück konnten in ihre Konzerthäuser und Theater, ist es auch für uns, dann hat sich die Firma kontinuierlich weiterentwickelt. Wir haben in alle Länder der Welt geliefert, wie wir das auch heute tun. Und die Mitarbeiterzahl ist recht konstant geblieben. Wir sind circa bei 30. Nach der Aussiedlung war natürlich kein Holz vorhanden. Und dann wurden Motorradhuben gebaut und Notenständer gebaut, also die Motorradhuben mit diesem Gummiball. Dann hat ein Freund, der bei uns immer das Holz geliefert hat, hat zu meinem Vater gesagt, wenn du Holz brauchst, ich habe von 1936 schon in Kantel geschnittene Hülse, kannst du haben. Und dann hat der Vater gesagt, was will ich, ich habe doch kein Geld. Wenn du Geld hast, dann zahl es. Das war ein Wort. Und so konnten wir wieder mit der Musikinstrumentenproduktion anfangen, speziell mit den Fagotten. Ja, wir sind dann auch sehr treu, das ist immer noch unser Holzhändler. Das Holz ist Ahorn, Bergahorn, ist über 800 Meter gewachsen. Durch die Höhe ist der Wuchs langsamer und dadurch sind natürlich auch die Jahresringe enger und dadurch ist das Holz dichter. Und je dichter das Holz ist, desto einen schöneren Klang hat es. Wir lagern Naturtrocknung, das heißt, wir kriegen irgendwann das Holz als Kandel geliefert. Dann wird ein Loch gebohrt in jedes Holzstück in Stufe 2, weil nämlich das Holz von innen nach außen trocknen soll auch noch. Sonst ist das Holz außen trocken und innen drin ist es immer noch nass und dann kann es zu Spannungen kommen und Rissen kommen. Ja, und wenn das dann gelagert ist, die 10 Jahre mindestens, dann sind die Löcher ja schon drin und dann wird es von außen gedreht.
Holz, was wir im Moment verwenden, ist 28 Jahre alt. Im Winter ist kalt, im Sommer ist heiß, das kann arbeiten und dann hat man ein richtig dichtes, gutes Holz nach dieser Lagerungszeit. Ja, und wenn das Holz fertig ist mit Lagerung, dann wird es gefräst. Das heißt, wir haben dann Kopierfräsmaschinen und dann wird da praktisch schon die Formgebung vollendet, sage ich mal. Und wenn das passiert ist, dann werden die Metallzwingen drauf gefräst und drauf gedreht und dann wird es gebeizt und lackiert. Wenn es dann lackiert ist, steht es erstmal ein halbes Jahr, weil der Lack trocknen muss. Und nach der Trocknung des Lackes werden die Tonlöcher angebohrt und die Säulenlöcher gebohrt. Und das wird mit einer Kopierbohrmaschine gemacht. Die Mechanik wird aufgebaut, das heißt, wird gelötet. Wenn dann die Tonlöcher und alles gebohrt ist, dann werden die Säulen reingeschraubt und die Mechanik wird zusammengelötet und eingepasst. Da haben wir Heimarbeiter, die das zu Hause für uns machen, weil wir haben hier nicht so die große Kapazität vom Platz her. Ist aber auch, man sucht natürlich auch die Fachkräfte und die sind rar gesät. Und von daher gibt es eine Hochburg noch, die ist in Sachsen und da sitzen unsere ganzen Heimarbeiter. Haben eine kleine Werkstatt zu Hause und wir schicken praktisch die ganzen Bestandteile, ob das jetzt Federn, Schrauben, Gussteile, Deckel, solchen, die schicken wir praktisch dahin und er baut es komplett zusammen und dann kommen die als halbfertige Produkte wieder zurück. Ja, und wenn wir dann wissen, welches Modell wir brauchen, dann werden die Mechaniken abgebaut, poliert, versilbert. In der Zwischenzeit wird das Holz fertig gemacht, sprich die Tonlöcher gebohrt und dann wird das Holz weiter behandelt, das heißt, es kommt in ein Ölbad. Nach dem Ölbad dann sind auch die Silberteile vom Versilbern wieder da und dann wird das Instrument zusammengebaut. Das heißt, es kommen die Polster drauf, Korke drauf, Filze drauf auf die Mechaniken und dann wird individuell das Fagott zusammengebaut, wird die Deckung hergestellt, das ist ganz wichtig. Ja, das heißt, die Lederpolster werden so präzise hingeschwommen, dass der Tonlochrand gleichmäßig abgedeckt ist. Wenn die fertig sind, die Deckung, dann wartet es erstmal auf die Bestellungen. Das sind dann halbfertige Produkte, die wir hier auf Lager haben. Wir bauen ja nach Modellen. Wenn die Modelle dann feststehen, die Bestellungen, dann werden die individuell zusammengestellt. Wir entfertigen immer 8 und ja, und dann geht mein Hauptgeschäft los, nämlich das Ausstimmen dann. Ja, und das ist das, was so mir am meisten Spaß macht, ist so, dass es fertig machen und dann warten, wie es dem Kunden gefällt, mit ihm zusammenarbeiten, wo kann man noch ein bisschen was, eine Nuance an rauskitzeln, was der Musiker wünscht. Wenn man ausstimmt, ich mich nicht an ein Mundstück gewöhnen will, weil sonst erkenne ich nicht, was ich noch am Instrument machen muss. Und der große Unterschied ist halt, wenn man sich an ein Mundstück gewöhnt hat, kriegt man es nicht raus. Deshalb habe ich 4, 5, 6 verschiedene von verschiedenen Herstellern, Fagottisten und mit diesen Mundstücken teste ich dann die Instrumente und versuche halt, dass bei allen Mundstücken ich so eng wie möglich, dass es alle gleich klingen. Was mich daran fasziniert, ist jetzt nicht so allein nur der Instrumentenbau. Das macht auch Spaß. Ich arbeite unheimlich gern mit meinen Händen. Aber so dieses Interagieren mit den Musikern, weil es so unterschiedlich ist. Jeder ist anders, jeder hat andere Vorstellungen. Und das ist es, was mir am meisten Spaß macht. Dann, wenn dann zum Beispiel die Solofagottistin von den Wiener Philharmonikern kommt und noch eine kleine Nuance hier und eine Verbesserung vielleicht da oder was denkst du drüber und dann, ja, und dann die Leute dann zufrieden, mit einem zufriedenen Grinsen im Gesicht wieder nach Hause gehen. Das ist das, was mich fasziniert und auch bereichert. Man muss ja sorgfältig arbeiten. Ja, und mal so schnell, gerade jetzt mal im High-End-Bereich,
kann man sich eigentlich gar nicht leisten. Sondern meine Philosophie ist eigentlich lieber ein bisschen länger, aber dafür genau und präzise. Ja, man kann das heute auch jetzt vieles vereinfachen, jetzt mit CNC-Maschinen indem man halt viel mit Computer und. Aber das ist, bin ich kein großer Fan davon. Andere Hersteller schwören da drauf. Das macht es natürlich auch rationeller. Aber ich bin eher so einer, es nimmt viel von der Individualität des Instrumentes weg. Ja, und das will ich nicht. Meiner Meinung nach gefällt es den Musikern, dass sie halt da eine Auswahl haben, wo nie ein Instrument hundertprozentig genauso wie das andere ist. Weil auch kein Mensch ist hundertprozentig wie der andere. Kein Musiker ist hundertprozentig wie ein anderer. Ja, jeder hat andere Klangvorstellungen. Und das ist das, was mir gefällt. Ja, und das ist das, davon leben wir.